discussing pie, guys. We need to discuss it. Okay. So, anyway, so what should I write down? Seit mittlerweile Beginn des Jahres bin ich im Homeoffice tätig und ich muss gar nicht sagen, ich halte es einfach nicht mehr zu Hause aus. Jeden Tag, Tag ein, Tag aus, alleine am Computer und das für mindestens 8 Stunden jeden Tag. Dazu kommt meistens, dass Fabian tatsächlich schon um 4 Uhr Feierabend hat und ich es dann... Und es ist dann für mich nicht mehr möglich, jetzt irgendwie noch in Ruhe und konzentriert auch zu arbeiten, abends nochmal für 2-3 Stunden oder so. Oder es ist tatsächlich der Fall, dass sie sogar Urlaub hat, wie es aktuell der Fall ist. Also habe ich mich mit einer Alternative umgesehen und am naheliegendsten tatsächlich wäre ein eigenes Büro. Allerdings sind die Mietpreise relativ teuer und das auch gerade in Frankfurt. Ich habe mich dann im Internet auf die Suche nach einem Coworking gemacht. Und ihr kennt es sicherlich sehr wahrscheinlich, wenn ihr im Internet was sucht, taucht es immer wieder auf Facebook, Instagram, Google und sonstiges auf. Tatsächlich, in dem Fall bin ich aber mega happy darüber, weil so bin ich nämlich tatsächlich aufs Coworking Space von Tuesday gestoßen. Und die feiern heute in Frankfurt Eröffnung. Jedenfalls bin ich mega happy darüber, auf Tuesday gestoßen zu sein. Das Konzept tatsächlich dahinter ist denkbar einfach. Die nutzen nämlich Bars und Restaurants, also die ungenutzten Flächen von Bars und Restaurants und funktionieren quasi diese um als Coworking Space. Hi! Hi! Wo ist denn das Coworking? Einmal um die Ecke Treppe hoch. Ah, hier rein? Ja. Alles klar. Hi, Thomas. Hi. Bin ich der Letzte? Nein, nein. Okay. Hi. Morgen. Good morning. How are you? Good, good. And you? Doing fantastic. Boah. Come on in. Welcome. Es ist so warm. I know. Ist ja echt richtig cool hier oben. Ich war hier noch nie gewesen, ja. This is total nice. I'm definitely catching up with both of you individually. What is it for? I'm not sure. Certain people that I know, they're no longer about. My name came up a lot in sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they're no longer about. Okay, wir haben jetzt gerade soweit erstmal alles besprochen. Nadja hat uns rumgeführt, das Coworking gezeigt und haben gerade noch ein paar Bilder geschossen mit... Wo ist der Name again? Sanchali. Sanchali, so I will link it in the description below, the Instagram, and you've also got a YouTube channel, right? Yes. So what is the name to YouTube channel? It's RV and Acquaintances. RV and Acquaintances, it's my daughter's name, so... Egal, das ist ja... Okay. Genau, also wir haben jetzt quasi heute großes Opening bei Tuesday. Wir hatten vorhin die... Sanchali, da genau. Wir haben ein paar Fotos noch gemacht fürs Coworking. Ich weiß gar nicht, werden die eigentlich für die Homepage verwendet oder kommen ja Homepage, ja Instagram? Und Social Media. Social Media auf jeden okay, Fall. Genau. Und ich habe jetzt noch ein bisschen die Natter hier. Tatsächlich auch selbst heute mein erster Tag als Space Captain. Ich habe es ganz kurz schon auch auf LinkedIn, auf Instagram kurz vorgestellt, worum es eigentlich so grob geht, das Konzept. Ich finde es mega cool eigentlich, weil tatsächlich ungenutzte Fläche in der Gastronomie sinnvoll genutzt wird oder beziehungsweise umfunktioniert wird als Coworking Space und ich glaube halt, dass tatsächlich genau sowas auch sehr gut den Schlag der Zeit trifft. Und das ist ja auch mit Tuesday hier, ne? Das ist gegen Loneliness einfach, dass Leute zusammenkommen und dann, was du vorhin gesagt hast, die Collaboration. Du hörst von anderen Leuten, hey, was machst du, auch cooles Projekt, wo man sich vielleicht gegenseitig auch unterstützen kann. Ja, we all can
level up by lifting each other. Das habe ich also, gesehen auf deinem. Also ich weiß nicht, ob es all, we all can level up oder we all can grow. Ich glaube, grow. We all can grow by lifting each other. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, finde ich auch. Bin total excited about dieses Projekt hier auch. Und es ist wirklich, it's all about the people we meet and the relationships we build. Das stimmt. Yep. Also wir freuen uns mega drauf, wenn ihr uns auch in Frankfurt besuchen kommt, am Tuesday Coworking Space, nämlich im Walden in Frankfurt. Hast du die Adresse, die Straße gerade? Das müssen wir nochmal schneiden. warte mal, ich glaube Hirschgraben. Ja, genau. Also wir freuen uns mega drauf, wenn ihr uns besuchen kommt, am kleinen Hirschgraben 7 in Frankfurt, im Walden. Wenn ihr unten ankommt, einfach nachfragen am Tuesday. Wir sind nämlich im ersten Stock oben und dann ja, freuen wir uns auf euch, euch kennenzulernen. We are here for you. Es war auf jeden Fall echt richtig cool, alle mal kennengelernt zu haben. Wie gesagt, heute war das große Opening. Ich bin wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage öfters mal im Coworking. Es macht auf jeden Fall echt mega Spaß und ich freue mich jetzt schon, einfach mal von zu Hause auch rauszukommen und nicht irgendwie die ganze Zeit allein im Homeoffice zu sitzen. Ich treffe mich jetzt nämlich noch mit meinem Vater zusammen. Heute spielt nämlich noch Frankreich gegen Deutschland. Das Spiel wollen wir zusammenschauen. Ich finde es mega cool. Wir haben ja schon lange nichts mehr zusammen gemacht. Und ja, den treffe ich jetzt beim Kusmi-Tee. Na? Alles gut? Alles gut. Servus. Hi. Na? Boah, ich glaube, da kannst du Snacks. Okay. Haben wir es jetzt? Wir haben Snacks. Und wir haben Bier. Und wir haben Pizza bestellt. Die haben wir schon gegessen. Ich packe jetzt die Kamera weg. Anschluss ist schon in der Stunde. Mein Vater ist auch nicht oft zu Besuch. Und vor allem habe ich heute noch einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist mein Bruder gekommen. Tatsächlich. Komplette Überraschung. Ja, deswegen packe ich jetzt die Kamera weg. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Papa, möchtest du noch was sagen? Nein, alles gut. Abschließende Worte noch. Was glaubst du, wer gewinnt? Nach dem Auftakt können sie verdienen.